50 Jahre lang waren sie verheiratet, Elisabeth und der Alkohol. In all diesen Jahren hatte Elisabeth nie einen Blackout, keine alkoholbedingten Unfälle, nie hat sie Nachrichten verschickt, die ihr hinterher peinlich waren. Und doch war da diese innere Stimme, die immer wieder sagte, hör einfach auf. Elisabeth hörte diese Stimme, wenn sie nachts nicht schlafen konnte, weil ihr Herz so raste. Wenn sie morgens mit Kopfschmerzen aufwachte und ein graues, müdes Gesicht im Spiegel erblickte. Wenn sie im Restaurant zuerst die Weinkarte studierte, bevor sie sich das Essen aussuchte. Fast ein halbes Jahrhundert lang sagte diese Stimme, hör einfach auf. Und eines Tages hörte Elisabeth auf sie. Mein Name ist Elisabeth, ich wohne in Bremen und arbeite freiberuflich mit meinem Mann im Team zusammen. Ich bin 64 Jahre alt, bin Mutter einer Tochter und eines Sohnes und Großmutter von zwei Enkeltöchtern. Wie hast du getrunken? Ich habe schon getrunken, als ich noch gar nicht das Licht der Welt erblickt habe. Also ich komme aus einer osteuropäischen Familie und damals war das üblich, dass Alkohol eigentlich immer als Medizin eingesetzt wurde und auch in der Schwangerschaft, dann zur Beruhigung während der Geburt oder um den Milchfluss anzuregen dann in der Stillzeit. Und ich bin mir sicher, dass meine Mutter schon in der Schwangerschaft getrunken hat. Das war also sozusagen der erste Kontakt mit dieser Substanz in diesem irdischen Leben. Und viele aus meiner Generation kennen das ja bestimmt, Familienfeiern. Und da wurde da wirklich ein Auge zugedrückt, wenn die Kinder die Reste aus dem Kirschlikörglas ausgeleckt haben. Und was auch ein Ritual war bei uns, das war zu Silvester gab es Eierlikör selbst gemacht. Und dann habe ich schon mit 7, 8 Jahren gab es dann ein Glas für jeden. Und da habe ich mich das ganze Jahr schon drauf gefreut. Und mein erster bewusster Schritt in das eigene Alkoholtrinken, der kam dann so mit 13. Meine Mutter hatte für sich ein Ritual entwickelt, um aus dieser entzündlichen Atmosphäre bei uns zu Hause zu entkommen, dass sie sich jeden Abend einen süßen Martini eingeschenkt hat. Und irgendwann, ja, ich glaube, ich war so 12, 13 Jahre alt, da holte sie aus dem Schrank ein zweites Glas. Und das war für mich so eine Art Initiation. Jetzt trete ich ein ins Erwachsene-Dasein und kann mitmachen, kann mittrinken. Und das war auch so ein Geheimbund mit meiner Mutter zusammen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem Angst und Gewalt eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieser Alkohol gibt mir so eine Schutzschicht. Und ich habe so eine eine intime Zeit mit meiner Mutter zusammen. Mir kann jetzt im Moment nichts passieren und ich habe dieses Ritual sehr, sehr genossen. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Ich bin aus dem Hunsrück weggezogen nach Bremen und fühlte mich da alleine in Bremen. Also ich war mit meinem ersten Freund dahingezogen und die Beziehung hielt nur sehr kurz. Und dann hatte ich so eine Trinkfreundin, mit der bin ich jeden Abend in den Club gegangen und wir haben auch eigentlich unser ganzes Leben auf dieses Leben ausgerichtet. Wir haben nur das Nötigste verdient und sind ja abends dann um Mitternacht los und haben gehofft, uns gibt jemand einen Drink aus. Und da waren krasse Alkoholzeiten. Und zum Glück habe ich dann aber irgendwie die Kurve gekriegt, und mein Leben verlief dann so ein bisschen in ruhigeren Gewässern. Ich habe mit 23 mein erstes Kind bekommen, ich habe ein Studium angefangen. Aber der Alkohol lief immer wie so im Untertitel, lief der eigentlich immer mit. Und hat sich dann so auf 1 bis 2 Gläser Rotwein eingependelt und ist die ganzen Jahre über, ist das so das Maß geblieben. Ich habe oft morgens hochmotiviert zu meinem Mann gesagt, ach, weißt du was, heute lasse ich mal den Alkohol einfach weg. Und mittags war ich mir auch immer noch sicher, das schaffe ich heute Abend. Nachmittags habe ich schon mal in unserer Räuberhöhle, das ist der Raum bei uns, in dem die ganzen Alkoholiker stehen, nachgeschaut, wäre denn etwas da, falls ich dann doch heute Abend was trinken würde, so um 17 Uhr. Dann habe ich schon diese Stimme gehört, diese leise Stimme, die mit mir gesprochen hat und gesagt hat, ja, aber komm jetzt mal, das macht doch wirklich keinen Unterschied. Du kannst doch heute Abend ruhig ein Glas trinken und dann um 19 Uhr so die letzten
Der letzte Widerstand wurde gebrochen und wenn dann das Essen auf dem Tisch stand, bin ich losgegangen, habe mir die Flasche aufgemacht, habe mir etwas eingegossen. Und mein Mann hat das eigentlich immer so mit einem liebevollen Lächeln begleitet. Der hat ja auch diesen Prozess mitbekommen. Und manchmal hat er gesagt, du weißt schon, dass das Zellgift ist. Und dann habe ich mir erst recht noch ein Glas eingeschenkt, weil ich dachte, nö, das lasse ich mir jetzt aber wirklich gar nicht vorschreiben, was ich jetzt hier trinke. Und mir ist überhaupt nicht klar gewesen, dass ja der Alkohol mich viel mehr dominiert als mein Mann. Wie hat der Alkohol dich verändert? Diese Frage, die berührt mich sehr und erschüttert mich eigentlich in meinem Innersten, weil ich mich ja nur eine ganz kurze Zeit erst kenne ohne Alkohol. Ich habe nur sehr rudimentäre Erinnerungen an meine Kindheit. Dann habe ich ja mit 13 angefangen zu trinken. Und das sind jetzt fast 50 Jahre, die ich getrunken habe. Und der Alkohol war ja immer sozusagen auch ein Partner von mir. Und in dem Wort Sucht steckt für mich definitiv auch das Wort Suche. Und ich war mein ganzes Leben eigentlich auf der Suche nach mir selbst. Ich war auf der Suche nach meiner Berufung. Ich war auf der Suche nach meiner magischen Gabe, nach meiner Superkraft, die ich mit der Welt teilen möchte. Und der Alkohol hat mich immer weiter davon entfernt, hat mich immer weiter von meinen Herzenswünschen entfernt, von mir selbst entfernt. Und ich habe sehr viel versucht, in dem Wort steckt ja auch wieder das Wort suchen, auch in der Spiritualität einen Anker zu finden, was mir auch von Anfang an wichtig war. Schon seit ich Kind war, war es mir klar, es gibt eine göttliche Ordnung, der ich vertrauen kann. Aber auch da hat der Alkohol eine unsichtbare Wand zwischen mich und dem, was ich möchte, erschaffen, kreiert. Ich hatte das Gefühl, ich habe so einen Neoprenanzug an, der mich schützt, ja, vor der Kälte, ja, vor dem Schmerz, aber der schützt mich auch vor dem Fühlen. Wie war dein Tagesablauf damals? Also ein klassischer Tag sah so aus, dass ich morgens aufgestanden bin. Ich habe erstmal lange kalt geduscht. Das hat mich auch oft gerettet vor dem Kater, den ich eigentlich immer hatte. Ich habe lauwarmes Zitronenwasser getrunken. Ich habe entweder Yoga gemacht oder bin mit meinem Mann eine große Runde um die Weser gelaufen. Dann habe ich oft noch eine Meditation gemacht oder ich bin zum Markt geradelt, um seit 40 Jahren immer biologisch einwandfreie Lebensmittel einzukaufen. Ich habe sehr auf die Ernährung geachtet, das tue ich immer noch. Immer frisch gekocht für meine Kinder und Enkelkinder. Und versucht, ein freundlicher Mensch zu sein, eine gute Nachbarin, eine tolle Ehefrau. Und wenn ich den Tag dann so auf das Beste vorbereitet habe, dann habe ich mir abends, wie Holly Whittaker so schön sagt, Raketentreibstoff reingeschüttet. Und das war so eine absurde Situation. Also ich habe den ganzen Tag versucht, mich selbst zu optimieren. Ich mag ja das Wort nicht so gerne, aber es fällt mir jetzt gerade kein anderes ein. Und abends dann, also morgens oder tagsüber, Selbstoptimierung und abends gepflegte Selbstzerstörung mit einem guten Glas französischen Bio-Rotwein. Ich fühlte mich eigentlich wie so ein weiblicher Sisyphus, der den ganzen Tag über einen riesigen Stein auf den Berg rollt, um dann abends dabei zuzusehen, wieder von alleine wieder runterrollt und die ganze Mühe war umsonst. Mein ganzes Bestreben, so perfekt und ökologisch und in aller Hinsicht wirklich eine wertvolle Frau zu sein für diesen Planeten, das habe ich dann abends irgendwie schön zerstört. Und im Innen war es so, dass immer wieder diese Schuldfrage aufkam, wenn ich das alles weiß, wenn ich weiß, der Alkohol tut mir nicht gut, er ist für meinen Körper nicht gut, für meinen Geist nicht gut, er macht mich nicht witziger, temperamentvoller, geistreicher, in irgendeiner Hinsicht zu einem besseren Menschen, warum füge ich mir dann bewusst diesen Schaden zu? Warum mache ich das? Warum wolltest du aufhören zu trinken?
Ich habe 50 Jahre getrunken und ich wollte 50 Jahre aufhören. Und mir ist vor kurzem nochmal auch klar geworden, warum eigentlich. Weil so ein alkoholgeschwängerter Abend zum Beispiel, den ich mit Freundinnen verbringe. Wir haben schön gekocht, wir sitzen zusammen und das Gespräch fängt an, sich zu entwickeln. Und jetzt aus der Perspektive des nicht mehr Trinkens, ja, es gibt Abende, wo es ein bisschen sperrig ist, wo mir nicht sofort irgendwie was einfällt, worüber wir jetzt sprechen könnten. Also es ist erstmal so ein bisschen zähflüssiger. Aber diese alkoholgeschwängerten Abende, die verliefen im Grunde immer stereotyp. Also es wurde, je mehr getrunken wurde, umso mehr wurden immer wieder die gleichen Dinge wiedergekaut. Also es ging um politische Themen und jeder hat nochmal seine Meinung dazu gesagt, die sich aber eigentlich immer nicht verändert hat. Oder es wurde über die gleichen Dinge geschimpft oder über die gleichen Witze gelacht. Und was ich besonders schockierend finde eigentlich, dass ich dann manchmal abends, wenn die Gäste weg waren oder wenn wir wieder zu Hause waren, gedacht habe, worüber haben wir eigentlich heute geredet? Und mir fiel das nicht mehr ein. Und jetzt, wenn ich jetzt einen Abend habe, oder muss ja auch nicht abends sein, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Begegnung mit Menschen habe, dann kann ich mich daran erinnern. Dann habe ich ein Gefühl von, wir haben jetzt diese Zeit zusammen verbracht, wir haben zusammen gelitten, zusammen gelacht, wir haben wirklich über interessante und wertvolle Dinge gesprochen. Und das ist so ein Unterschied. Und dass das für mich ein ganz wichtiger Schritt war, wirklich aufzuhören mit dem Trinken. Wann hast du den Entschluss gefasst, ganz aufzuhören? Ich war zu Hause und plötzlich wurde mir klar, ich trinke seit 50 Jahren Alkohol. Und das war ja, das ist ja praktisch ein ganzes Leben oder fast ein ganzes Leben. Und eine Stimme hat zu mir gesagt, Elisabeth, du könntest dann ja bald blaue Hochzeit feiern. Und dann erschien plötzlich so ein Bild vor meinen Augen. Also ich habe irgendwie ein sehr starkes Bilderinnenleben sozusagen. Und ich sah mich in so einem abgeranzten, ja, wie so eine abgeranzte Turnhalle. Und da wurde jetzt meine blaue Hochzeit gefeiert. Und ich war allein. Es war irgendwie so kalter Rauch hing in der Luft und so schon so ein bisschen angegammelte Partydekorationen. Und in dem Raum standen alle Flaschen, die ich jemals in meinem Leben ausgetrunken habe. Und das allein war schon erschütternd. Und um das Ganze so ein bisschen zu komplettieren, ich glaube von der göttlichen Requisite, stand da noch so ein klappriger Kassettenrekorder, um mich daran zu erinnern, wie lange das jetzt wirklich schon her ist. Und da liefen so üble Trinkerlieder. Ich nenne das immer schlimme Ohrenmusik. Und ich dachte, will ich das? Will ich so eine blaue Hochzeit feiern? Und da war der Entschluss gefasst, weil ich dachte, nö, also ich trenne mich vorher, ich reiche jetzt die Scheidung ein. Wie bist du abstinent geworden? Ich liebe es zu lesen und da war eigentlich die erste Wahl, dass ich mir Bücher raussuche. Und ich habe mir dann zwei Bücher gekauft. Das war erstmal Ellen Carr und Holly Whittaker. Und die habe ich dann gelesen und hatte immer so gedacht, ja, wenn ich die dann zu Ende gelesen habe, dann sehen wir mal weiter. Und Ellen Carr, der war mir doch zu sehr aus der männlichen Perspektive herausgeschrieben. Das hat mich nicht so angesprochen. Und Holly Whittaker fand ich auch sehr brillant. Und sie ist ja auch sehr politisch, was ich auch toll finde, weil es ist definitiv auch ein politisches Thema mit dem Alkohol. Und es war mir aber letztendlich zu kühl, zu wenig herzlich. Und dann kam als drittes das Hörbuch von Nathalie. Und ich glaube, das hat nochmal eine entscheidende Rolle gespielt, dass ich nämlich nicht nur gelesen habe, sondern ich hatte ihre Stimme im Ohr. Und da sagt Eckhart Tolle ja zum Beispiel, die eigentliche Information liegt zwischen den Worten. Und so habe ich das auch empfunden. Also einmal das Wertvolle, was sie mit uns teilt, aber es lag auch noch so ein zwischen den Worten Content, der immer gesagt hat, du schaffst das, lass dir mal Zeit, du machst das schon. Und ich hatte mir vorgenommen, okay, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe, höre ich auf, aber dann habe ich schon vorher aufgehört und zwar am 11. Januar 2022. Das hat mir natürlich besonders gut gefallen, weil das nämlich dreimal die 1 ist und dreimal die 2. Und dann dachte ich, sehr gut. Was fällt dir leicht? Ich habe ja früher auch geraucht
nicht so lange, wie ich getrunken habe. Also mit 13 habe ich auch angefangen zu rauchen, gleichzeitig mit dem Trinken. Das war ja so ein beliebter Sport. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und da gab es nicht so viele Möglichkeiten und dann hat man eben geraucht. Und das habe ich geschafft, mit 28 aufzuhören. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das mit dem Alkohol auch so wird. Dass mir das einfach so absurd vorkommt. Also genauso wie wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der sich eine Zigarette ansteckt, dass ich denke, wow, das ist irgendwie ganz schön außerirdisch. Habe ich mir gewünscht, dass das genauso werden wird mit dem Alkohol. Dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, Alkohol zu trinken oder gar keinen Impuls mehr habe. Und tatsächlich ist es jetzt so. Ich kann so quietschvergnügt an irgendeinem Weinladen vorbeigehen, ohne dass ich denke, was für einen Wein könnte ich denn heute mal besorgen? Und brauchen wir denn Wein? Ist noch Wein in der Räuberhöhle? Nee, ich gehe jetzt einfach vorbei und es interessiert mich gar nicht mehr. Das ist so ein Geschenk. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Mein größtes Aha-Erlebnis ist, dass ich es geschafft habe, nach so vielen Jahren und ich kann ja auch sagen Jahrzehnten mit dem Trinken aufzuhören. Und ich habe so ein besonderes Erlebnis gehabt an Silvester. Da haben wir mit zwei Paaren gefeiert und wir haben so ein kleines Ritual, dass wir Fragen aufschreiben und dann abends kurz vor Mitternacht zieht jeder vier aus diesen Fragen, in denen es um Liebe und Lust und Schmerz und Leid geht. Und die beantwortet man möglichst ehrlich vor den anderen. Und ich habe dann eine Karte gezogen und da stand, wenn du jetzt dem Jahr 2022 begegnen würdest, wofür würdest du ihm danken? Und dann ist spontan, ohne dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ich taue auf. Und erst dachte ich so, ups, wo kommt das denn jetzt her? Und dann ist mir gleich das Märchen eingefallen von Hans Christian Andersen, die Schneekönigin. Und da gibt es ja diese Szene, wo dieser Spiegel zerbricht und dem kleinen Kai ein Splitter ins Herz fliegt und ein Splitter ins Auge. Und ab diesem Zeitpunkt sieht er die Welt eben nur noch hässlich. Und so extrem war es bei mir natürlich nicht. Ich hatte auch viele schöne Zeiten und wundervolle und liebevolle Zeiten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dieser Splitter des Alkoholtrinkens, der schmilzt jetzt in meinem Herzen und in meinem Auge. Und ich komme wieder mehr dazu, ja, mich kennenzulernen, mich zu fühlen. Und ich spüre das auch so sehr, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich einfach nur jetzt einfach nur mal dastehe und den Wolken beim Ziehen so zusehe oder wenn ich am Meer bin und dann spüre ich so eine ganz tiefe Verbindung zu diesen Elementen und aber auch eine Verantwortlichkeit für diesen Planeten. Und das ist schön, aber natürlich auch schmerzhaft. Aber ich liebe selbst diesen Schmerz. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Hindert dich der Alkohol daran, das Leben zu führen, das dein Herz sich wünscht? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann bist du hier ja sowieso richtig. Und ich denke auch, dass ganz viele von denen, die jetzt dieses Video sehen, dass die da innerlich zustimmen können. Und dann würde ich sagen, komm, ich nehme dich mit an die Hand und dann zeige ich dir mal mein altes, abbruchreifes Alkoholhaus. Ja, das Alkoholhaus, das ich jetzt verlassen habe, aber das da noch steht, dass man sich noch ansehen kann, das mir einen vermeintlichen Schutz gewährt hat, aber in Wirklichkeit hat mich das eingesperrt. Und es ist ein kleines Haus, es hat nicht viele Möglichkeiten. Man hat dauernd das Gefühl, man stößt sich den Kopf an den Balken oder da fällt schon wieder ein Stück von der Decke raus. Und dieses Haus musste ich einfach verlassen und ich baue mir jetzt ein neues. Und in diesem neuen Haus habe ich Platz für alle Dinge, die mir Spaß machen. Es gibt ein Riesenspielzimmer, es gibt Türen, hinter denen sich Dinge verbergen, von denen ich noch gar nichts weiß. Es ist ein offenes Haus und es hat Licht und Luft und ja, dieses Haus liebt mich einfach. Und dieses Fundament für dieses Haus zu bauen, das ist auch eine, glaube ich, entscheidende Sache, damit man da wirklich gut drin leben kann. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer morgens, bevor ich aufstehe, nochmal kurz zu überlegen, wofür war ich eigentlich gestern dankbar? Und erstaunlicherweise fallen mir oft so viele Sachen ein, dass ich erstmal ganz lange gar nicht aufstehen kann. Und die Dankbarkeit ist wirklich wie, ja, wirklich wie ein Zaubermittel, denn sie gibt mir das Gefühl, ich kann wieder vertrauen, sie gibt mir das Gefühl, ich bin ein Mensch, der es wert ist, geliebt zu werden und ja, er vergoldet einfach meinen Tag, es vergoldet meinen Tag und
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Dankbarkeit gefunden habe. Und ich möchte allen, die jetzt dieses Video sehen, denen möchte ich wirklich Mut zusprechen und sagen, macht euch auf die Reise. Es ist eine Abenteuerreise. Es kann manchmal hohe Wellen geben, es kann manchmal Flauten geben. Aber ich würde mal sagen, ganz norddeutsch, Leinen los. Bitte gib Elisabeth einen Daumen hoch und bitte abonniere diesen Kanal hier. Hier gibt es regelmäßig Videos zu den Themen Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis nächste Woche. Tschüss.